Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Undertale-Freunde. Ja, man sieht's endlich. Das Hauptmenü hat sich mal wieder verändert. Sans steht oben jetzt auf dem Hans. Ja, toller Reim. Undyne steht auf Papyrus Kopf. Und Papyrus ist ganz froh darüber, dass Undyne auf seinem Kopf steht. Ja, und Toriel schläft immer noch. Oh. Na gut. Wir wollen wieder ins Geschehen einsteigen. Nämlich ins Labor, beziehungsweise kurz vor dem Labor. Hier sind ja immer noch die beiden Jungs im Weg. So, wir sind in Undynes Labor. Alphys Labor. Undynes Labor, ja, ist klar. In Alphys Labor. Rufen wir mal Undyne an, lieber. Wing Wing. You are at Alphys Lab. Is she there? Hey, tell her I said hi, okay? And tell me how she's doing. And tell me if she needs anything and... Wait, no, don't ask any of that. Ja, but she's fine, right? Ja, sie hat sich in der Toilette eingeschlossen. So, it's a video feed of your location. Ja, genau, wir haben ja in Snowdin, also im Gebiet von Snowdin, Kameras gefunden, 3 Stück. Und die sind alle von Alphys dort platziert worden, damit sie... Und ja, Alphys ist eine Frau, ist weiblich, damit sie uns die ganze Zeit beobachten konnte. Und deswegen gesehen hat, dass wir sehr nett sind. So, gucken wir uns mal ihre Mülltonne an. A garbage can, but it's pretty cute. Okay. Eine sehr süße Mülltonne. Seems like the notes to something, but it's all written in Chicken Scratch. Kennt jemand von euch die Programmiersprache Chicken? Da wird nur das Wort Chicken verwendet. Ja. It seems like a walkthrough to a game, or? Einfach nur Chicken. It's a computer. It's accessing some kind of puzzle in Snowdin. Ja, also Alphys hat auch das Puzzle in Snowdin gesteuert. Das mit den Leuchtetafeln. Wo ich euch gesagt habe, merkt euch mal die Maschine, die das aktiviert. Ja, dazu komme ich nachher nochmal kurz. Wenn wir soweit sind. It's a teacup shaped like a yellow lizard. It's full of soda. Wer tut Soda in eine Teetasse, die aussieht wie, eine gelbe Echse? It's a beat-up figurine of a female human with cat ears. Okay, Alphys ist ein Anime-Fan. The fridge is filled with instant noodles and soda. Take a package of noodles? Na klar, nehmen wir eine mit. You got the instant noodles. The fridge is filled with instant noodles and soda. It's a bag of dog food. It's half full. Jo. Oh, Alphys ist verschwunden mittlerweile wieder. Jetzt ein Bathroom sein. Ja, für gelbe Dinosaurier. Gut, wir können mal kurz in unsere Handy gucken, was man jetzt gerade schon gesehen hat. Haben wir hier nämlich die dimensionalen Boxen. Und wenn wir da reingucken, tada, eine Box mit all unserem Zeug. Also, wir haben jetzt 2 Boxen statt einer und haben immer Zugriff darauf. Und die Musik hier klingt so krass. Ja, holen wir mal Zeug aus dem... aus der Box raus. So, die Nice Cream noch weg, damit wir das Old Tutu rausholen können. Und das packen wir jetzt alles in Box B. Sozusagen unsere Andenken-Box. Hier, Ballettschuhs, Mandy Bandana, Old Tutu. So, aus Box A holen wir uns dann wieder Nice Cream, Astronaut Food und die Instant Noodles. Oh, da oben sind noch Tough Gloves. Die brauchen wir da auch nicht mehr drin. So, Butterscotch Pie und die Spider-Sachen, die lassen wir mal zurück. So, und tun noch die Tough... nicht die Instant Noodles, die Tough Gloves weg. So, jetzt haben wir noch 3 Slots hier frei für Zeug. Das ist echt praktisch, dank Alphys, dass da unser Inventory aufgeräumt ist. So, was haben Undyne und Papyrus zum oberen Stockwerk zu sagen? What? You're in her room? Get out of there. Unless she invited you. No way, that did not happen. Ja, stop that. Scientific books, they seem very dusty.
Ja, Wissenschaftsbücher und Alphys liest sie nicht mal. All these books are labeled human history, read one. You look inside a book. It's a comic book of a giant robot fighting a beautiful alien princess. Das halte ich nicht gerade für menschliche Geschichte, oder? This doesn't strike you as very accurate. Ja, genau. VHSs and DVDs of various cartoons. They are all labeled human history. Okay. Menschliche Geschichte in Cartoons. All these books are labeled human history. Read one. You look inside the book. It's a comic book. Two scantily clad chefs are flinging energy pancakes at each other. Keine Ahnung, was das für eine Anspielung sein soll. This doesn't strike you as very accurate. Ja, jetzt wissen wir auch, woher Undyne glaubt, dass Menschen mit Schwertern kämpfen, die zehnmal so groß sind wie der Mensch selber. Auf so Alphys tollen Geschichtsbüchern hier. Und noch mehr Geschichtsbücher. You look inside a book, it's a comic book. A Hydus Android is running to school with toast in its mouth. Seems like it's late. This doesn't strike you as very accurate. Ja. Pink goop drips from this strange machine. Pink Group Trips von The Strange Machine. Ja, das wird das rosa Zeug sein, was Undyne mal erwähnt hat, was sie gern bei Alphys trinkt. Da Undyne ja selber keine Hot Chocolate mehr mag. Keine Soda mehr mag, glaube ich, war's. Und das Film macht ja sehr viel Mut. Looks like Alphys Worktable. Seems dusty. Okay, sie arbeitet hier wenigstens nicht mehr. Hat der Kettensäge und der Bohrmaschine oder was das sein soll. Und hier der tolle Plan. Ein Haus? Oder ist das ein umgedrehtes Herz? Noch ein Herz und irgendwas komisch liegendes und irgendeine Anleitung. Ja, gut. The wardrobe is full of dirty lab coats and a single clean dress. Okay. Alphys hat einen Haufen Laborkittel, aber nur ein einziges gescheites Kleid. There are letters from many monsters here. Froggit, Snowy, Doko. They are all unopened. Okay, ich schaff das noch diese Aufnahme-Session. Nicht dauernd Undyne zu sagen, wie ich Alphys meine. Alphys hat wohl einen Fanclub, aber ist zu schüchtern, die Nachrichten zu lesen. So kommt einem Alphys jedenfalls vor. It's a lamp with pink fish on the lampshade. There's no light bulb. Sehr useless lamp. Und hier ist eine Kiste. An incredible invention. When not in use, this bed falls into extremely easy to draw bed. Ja, Faulheit des Entwicklers. Wir machen einfach eine Kiste statt einem Bett. So, das Poster, da können wir uns nicht ansehen. Und übrigens, ja, also Alphys ist definitiv nerdig. It's a promo poster for Metatons TV Premiere. On the flap it says, thank you for making my dreams come true. Ja, Metaton. Metatons Traum ist es, uns zu zerlegen, oder was? Nachdem er oder sie hier aus der Wand gekommen ist. Ah, ja. Aber zum Glück ist Metaton abgehauen. Aber wir werden ihm doch mal wieder begegnen. Das bestimmt. So, Gott sei Dank ist die Musik jetzt aus. Und Alphys hat ihren Status abgedatet. Just realized I didn't watch Undyne fight the human. Oh, jetzt ist sie traurig, weil sie nicht zusehen durfte, wie wir vor Undyne wegrennen. Alphys updated his status. Well, I know she's unbeatable. I ask her about it later. Wenn sie unschlagbar ist, wie haben wir es dann in Alphys Labor geschafft? Alphys updated his status. For now, I gotta call up the human and guide them. Das ist aber nett von ihr. So, hier sind erstmal Fließbänder. Und wir werden angegriffen. Vulcan strolls in. Vulcan, check. Vulcan attack 25, defense 0. Mistakenly believe it's lava can heal people. Speed will help dodge. Oh, wow. Wow, das ist gar nicht nett, Blitze auf mich zu schießen. Aus seiner komischen Wolke. Vulcan makes a smoke hoop and jumps to it. Ja, ein Hula-Hoop-Reifen aus Rauch. Wir umarmen Vulcan mal. You give Vulcan a hug. It warms your heart. And your whole body. Ouch, your defense dropped. Ah, so lovely.
Aber nicht schon wieder mit Blitzen beschossen werden. Hilfe! Hör auf, das ist böse. Wookiee's cheeks glow with the bright heat. Wookiee, encourage. Wookiee is doing a great job. Its attacks become extreme. Ah, that's my best. Wow. Wow. Schieß nicht so auf mich. Das ist gemein. Wookiee parades around you proudly. Tschüss, Wookiee. So, das heißt... Alpha is up to the status. Gotta call them in a minute. Und Alphas tolle Smileys. Ja, man sieht hier, es ist alles hochtechnologisch mit diesen Flammen aus den Röhren und den Fließbändern vor allem. Also nicht mehr so wie in Snowden oder Waterfall. Wobei in Waterfall können brennende Häuser weinen, das ist sehr fortschrittlich. So, the whooshing sound of steam and corks, it fits you with determination. Hotland Magma Chamber erreicht. Yeah. Alpha's updated status. I hate using the phone. I don't want to do this. LMAO. Ja, hier sind tolle Jump-Einlagen. Und Thunderplane gets in the way. Not on purpose or anything. Ja, Thunderplane. Das Zundere-Flugzeug mit der netten Mütze. Thunderplane, check. Thunderplane, attack 25, defense 26. Seems mean, but does it secretly like you? No way, why would I like you? Okay. Wow, Thunderplane ist unentspannt. Thunderplane looks over, then turns up its nose. Mhm. Thunderplane hat eine Nose. Okay, flirten wir mal mit dir. You tell Thunderplane it has a powerful rudder. Huh? You sicko. Okay, wir machen sie nur noch mehr aggro, wenn wir mit ihr flirten. Wow. Ist ja schon gut. Thunderplane looks over, then turns up its nose. Thunderplane. Approach. You get close to Thunderplane, but not too close. Human? Da, guck mal, wie sie rot wird. Thunderplane looks over, then turns up its nose. Spare. Und ja, Thunderplane verzieht sich lieber. Ganz weit weg und verliert dabei auch noch ihre Nütze. So, gut. Ich will erstmal hier lang, weil ich glaube, da unten war das Secret. Mehr oder weniger ein Secret, genau. There is a fry pan lying on the ground. Will you take it? Immer doch. You got a burnt pan. Also ich habe eine verbrannte Pfanne gefunden. Mit der ich wieder um mich schlagen kann. Burn Pan, Weapon Attack 10. Damage is rather consistent. Consumable Items heal 4 more HP. Na, das brauchen wir nicht unbedingt, weil das meiste heilt uns ja ziemlich gut. Also kommt das jetzt mal in die Box. Weil längere Unverwundbarkeit ist dann doch ein bisschen besser, als mehr Damage zu machen, da wir eh nichts angreifen. Ups. Hier geht's wieder rum. Gucken wir mal kurz hier rüber. Hier ist nämlich nichts. Nein, ich wollte daneben vorbeilaufen. So. Gut, das heißt, wir können jetzt hier oben weitermachen. Dazu müssen wir nur wieder hier zurück. Alpha's updated status. Oh my god, I had my claw over the last digit for 5 minutes. Oh my god, I'm just gonna do it. I'm just gonna call. Wing wing. Click. Whoever was calling hung up before you answered it. Ja, durch die ganzen Status-Upgrades wissen wir ja, dass es Undyne war. Oh, und sie ruft wieder an. Wing. Hi, so the blue lasers. Alphys here. Und ja, ich habe schon wieder Undyne gesagt, oder? I mean Alphys here. Hi. The blue lasers won't hurt you if you don't move. Orange ones, you have to be moving and they won't, move to those ones. Bye. Ja, Alphys eben. Alphys hat das status. Oh my god, I did it. Claws haven't shook like that since Undyne called me to ask about the weather. Die haben doch gar kein Wetter hier unten. Bis auf die paar Tropfen, die vom Palast fallen. Alphys hat das status. Wait, there's no weather down here. Why did she call me? Ja, genau deswegen. Die hat dich sicher angerufen, weil sie dich mag.
Okay. Man kann wenigstens an den komischen roten Balken oben sehen, von wohin bis wohin die Laser gehen. So, bei den Blauen müssen wir natürlich stehen bleiben. Also es ist wie auch in einem Kampf. Und die Orangen müssen wir durchlaufen. Das ist jetzt die neue Mechanik hier. Dass wir durch orange Attacken uns durchbewegen müssen und dort nicht stehen bleiben dürfen. So, it's a switch. Press it. The lasers were deactivated. Ja toll, hätte der Switch nicht auf der anderen Seite sein können, dass wir sie gleich deaktivieren. Egal. Alpha's updated status. Oh my god, I forget to tell them where to go. Ist ja eigentlich fast forward. Alpha's posted a picture. Cute pic of me right now. It's a photo of a garbage can with several pink glittery filters so weit. Ah, ein Bild von einer Mülltonne. Wing. Alpha's here. The northern door will stay locked until you solve the puzzles on the right and left. I think you should go to the right first. Click. Dann hören wir mal auf sie und gehen zuerst nach rechts. Sie wollte uns ja leiten. Und hallo, ihr komisch aussehenden Monster. Eine Kuh im Anzug und ein Typ aus Kaffee, der einen Kaffeebecher in der Hand hält. The way to work is blocked, so I had time to catch Metatons show on my phone. The special effects were amazing today. That human almost looked real. Of course, an experienced viewer like me knows CGI when they see it. Yeah. Metaton? Yeah, he's the most popular star in the underground. His fan club probably has at least 2, no 3 dozen members. And that's not even counting me. Okay. Aber es ist up to the stars. Wonder if it would be unfun if I explained the puzzle. Natürlich wäre das nicht mehr schön, wenn sie uns das Puzzle erklärt. Wo bleibt da der Spaß? So, hier ist das Puzzle und hier ist ein Katzenkopf. The door leading through the area is closed, so I tried the puzzle. But I kept running out of ammo and it kept restarting. And my 2 coworkers won't help. Ist ja toll, wie er immer in Fragen spricht. It's like they don't even want it could work. Why don't you try using the console? Shoot the opposing ship, move the boxes to complete your mission. Ja, wir haben 2 Schuss. Mit einem Schuss können wir 1 von den Blockaden ausräumen und mit dem anderen Schuss das Schiff kaputt machen. So. Wow, you solved it? I'm impressed. You must be a total nerd. Ja, wow, you solved it. Gut, habt ihr was Neues zu sagen? The way to work is blocked, so I had time to catch Metatons shop. Special effects were amazing, das ist nichts Neues. Ja, du kennst CGI und du kennst CGI und wie er sich komisch bewegt beim Sprechen. So, wir haben die eine Seite geschafft. Ups, da wollte ich mich nicht hinschießen. Ich wollte mich darüber schießen. Ring. Alphys hier. That blue laser seems totally impassable, but as the one scientist, I have some tricks up my sleeve. I hack into the Hotland laser database and take it out. Ja, danke, Alphys. Sie ist zwar ein bisschen nerdig und schüchtern, aber sie ist sowas zu gebrauchen. Und die Weile sieht auch wieder toll aus. Eine Flamme in Schulmädchenuniform. Finally someone turned off that laser. Now that we are free we can, well, I guess we just keep standing here. Nice try, but your loitering technique still needs work. Ja. Bist du Grillbys Tochter? Oder Grillbys Tochter? Sie ist jedenfalls ein bisschen danach aus. Und du hier? We were hanging out and suddenly a bunch of puzzles were activated out of nowhere. This is a huge problem. It rules, they've got to cancel school over this. Wait a second. Ah, it's summer vacation. Ja, ist schlecht, wenn du in den Sommerferien eingesperrt bist, hä? Huh? So, neues Puzzle. Shoot the opposing ship, move the boxes to complete your mission. Also dasselbe Spiel wieder. Nein. Nein, nein.
Nein, nicht gut. Ah, ich krieg das hin. Jetzt sind wieder drei im Weg, jetzt sind wieder drei im Weg, jetzt sind noch zwei im Weg. Na, nicht ganz. Ups, das war falsch. Jetzt ist noch ein im Weg. So. Und weg damit. Sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen, müsste hier die Tür raufgehen. Jawohl. Haben die jetzt was Neues zu sagen? Metaton, yeah, hier ist der most popular stand underground. Hier ist Fanclub. 3000 Members. Also, nee, nichts Neues darüber, dass wir die Tür aufgemacht haben. Gut. Alpha's up to the stairs. Whatever, I just explain it. Wait. I think, hey, about the puzzles on the left and right, they are a bit difficult to explain, but. You already solved them? Awesome! Click here. Arme Alphys. Boing, boing. Und hier sieht der Boden ganz toll aus, ne? Huh?